Es war also wirklich darum, dass mir interaktiv, dass mir richtig die Heime sind. 13 Jugendliche betreten mit dem Bibelspielfilmprojekt Neuland, wie der alttestamentliche Josef das auch immer wieder gemacht hat. Um seine Geschichte geht es. Wie fühlt es sich an, im Wasserloch auf den Tod zu warten? Wie fühlt es sich an, gemobbt zu werden? Ist die Josefsgeschichte eher eine dunkle Geschichte? Ich möchte mal mit euch über das Thema Gefängnis und Loch und so reden und keine Chance. Wie einfach so viel da sind. Um das Gefängnis herum entsteht mit der Zeit gemeinsam ein gut durchdachter, komplizierter Erzählfaden. So, Gruppe Rot überlegt sich, was passiert am Anfang. Drehbuchschreiben ist das nächste. Arbeit am Detail in Kleingruppen. Wir haben ja gesagt, die führen jetzt dann noch ein ernstes Gespräch. Warum hast du uns nichts davon erzählt? Ja. Weil er im Gefängnis war. Ja. Für Talent. Mach du den Brief auf, ich habe Angst. Es ist schon 21:45, schaltet den Fernseher ein. 21:10. Ein neues Talent wird in der Schweiz gefeiert. Szene daheim. Simon isst für sich die Bibel. Erwachte du! Am zweiten Tag morgens ist das Drehbuch fertig, die Requisiten sind da. Der Luftschutzkeller dient als Gefängnis. Aufstehen, in 10 Minuten gibt's zum Morgen. Richtig dumm ist es, wenn der Gefängniswärter, im richtigen Leben ist er übrigens Pfarrer, seinen Gefangenen nicht mehr so nett aufwecken kann. Und der Gefangene merkt plötzlich, wie sich Gefangensein richtig anfühlt. Also 1, 2, 3. Zum Glück ist noch ein Spalt frei. Auf das haben wir schon da drauf. Oder schlag ich So kann man wenigstens anderweitig weiter filmen. Nach einer halben Stunde dann Happy End und die Möglichkeit, das Happy End des Films zu drehen. Natürlich, zu happy darf es dann auch nicht sein. Doch irgendwann sind die beiden ernst genug und knapp lang genug. Im Knast ist es sehr spannend, aber auch langweilig. Was hast du gefühlt? Schön gefilmt. Gefilmt wird an vielen Drehorten, sodass allfällige Passanten zu Hause etwas Interessantes zu erzählen haben. Mir hat gefallen, dass alle mitgemacht haben und dass die Szenen überall im Dorf waren und in allen Räumen und so. Was ist besonders cool gewesen? Der Banküberfall. Ja, bitte nicht richtig raus, rennen, halt, nein! Manche Regieanweisungen sind schwer zu interpretieren, aber gekämpft und gespielt wird gut. Also mir hat inspiriert, dass alle so mitgemacht haben und dass niemandem langweilig war und dass wirklich alle miteinander den Film gemacht haben. Die Leute waren auch sehr nett und beeindruckt hat mich, dass wir zwei Tage so einen coolen Film machen konnten.